Schauen wir jetzt, also hallo und herzlich willkommen natürlich erstmal, Axel ist auch dabei. Servus. Ja, wir schauen jetzt in ein wunderschönes Video doch rein und zwar, der Titel ist, also wir sind bei JP Agrar, ne? Könnt ihr gerne vorbeischauen auf dem Kanal, Link ist ja direkt unten in der Videobeschreibung ganz oben. Und es geht heute um John Deere Eskalation 29900i, ein 8400i, meist 2020 JD und Krone. Wilder Titel auf jeden Fall. Ein ganz wilder Videotitel. Däumchen nicht vergessen natürlich. Ne? Und dann schauen wir direkt mal rein. Aber da geht es um eine John Deere Aktion der anderen Art wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall heftig, glaube ich. Also Krone und John Deere fährt er hier auf jeden Fall ganz dick. Alter. Eieieiei. Da haben sie aber wirklich aufgefahren, oder? Da geht er noch gleich wieder mehr ans Herz, FJ, mein lieber Scholli. Also Chat hier, Livestream und gerne auch in die YouTube-Kommentare. Wie findet ihr John Deere? Eure ehrliche Meinung zu John Deere? Würde mich wirklich mal interessieren. Wie ist eure Meinung zu John Deere? Ja, ist ja nur Musik jetzt, der Ding, weil der schreit lauter. Ja, jetzt fehlt der Ringe. Aber mal ganz ehrlich, das sind schon ganz neue, oder? Das sieht zumindest so aus, ne? Ja, also sieht aus, als wären das ganz neue Drescher. Häcksler. Häcksler. So. Ich finde, wenn ich mir diese John Deere Traktoren angucke, ne? Weißt du, was ich finde bei John Deere? Was denn? Ich finde John Deere, so diesen Traktor zum Beispiel, ästhetisch nicht wirklich ansprechend. Okay. Also wenn ich den jetzt so sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Von der Optik her, nö. Aber bevor der Hate losgeht, Leute, für mich ist aber dieses Design, ne? Und alles der Inbegriff von Landwirtschaft. Ja. Gell? Finde ich jetzt. Das, ja, verstehe, ja. Gell? Also ich, die anderen sehen designtechnisch, also ich finde zum Beispiel, wenn man so Deutz, muss ich ganz klar auch sagen, so ein Deutz, diese Black Edition oder wie der heißt, nee, wie heißt der? Monster? Der Warrior. Nee, der Warrior, genau, die Warrior Edition, brutal. Ne, der sieht brutal aus von der Optik. Dann zum Beispiel Fendt zum Beispiel, finde ich auch, die ganz neuen 1050er oder so, finde ich auch brutal. Ne? Klaas finde ich auch, aber ich finde John Deere von allen irgendwie optisch nicht, also von allen, rein von der Optik, finde ich sie eher auf den hinteren Plätzen. Aber es ist für mich ein Design, was der Inbegriff der Landwirtschaft widerspiegelt. Das kann man so stehen lassen. Was ich besonders mag bei John Deere, da gehen von mir aus auch die Meinung auseinander, ist ganz klar, aber es ist der Klang. Ja, das stimmt. Also, auch noch mal so, ne? Ich glaube, wer jetzt richtig zugehört hat, der hat auch verstanden, dass das jetzt ja nichts gegen John Deere war. Also, im Gegenteil, ne? Ich meine, optisch gefallen sie mir persönlich einfach nicht, das ist meine persönliche Meinung, aber sie sind halt, also landwirtschaftstechnisch gesehen ist es halt das, glaube ich, Nonplusultra. Ne? Ja. Oh, hier, süß. Aber auch wieder, guck doch mal, was der für einen Anhänger dran hat. Drei Achser, voll beladen, Junge. Ja, aber den sieht ja wohl. Aber ich glaube, das ist auch kein kleiner. Der war nur etwas älter schon. Ja. Mega, ey. Guck dir das an. Boah, sauer, ey. 7810 war das gerade. Ah, okay. Ja, ich sag ja, kein kleiner. Guck dir das an. Ist das nicht. Also, die Ladewagen von Krone, also die Wagen sind natürlich auch hardcore, ne? Ja. Ja, guck dir an. Ach. Geil. Das ist einfach nur. Ja, 7810 ist das, glaube ich, ne? Genau. Traumhaft.
Und das ist halt so, ganz ehrlich, der ist doch nicht hübsch. Der ist nicht hübsch, aber der ist halt, das ist für mich pure Landwirtschaft, weißt du wie? Ja, weil es diesen Inbegriff, diesen Charme mitbringt. Ne? Genau, bringt so, halt diesen Charme mit. So muss ein Trecker aussehen, der auf dem Feld fährt, weißt du wie? Aber ja, er ist nicht hübsch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist eine Legende, genau. Eine Legende der unter den Dreckern. Alter. Horsch, wie er klingt. Oh. Das ist Sound, ja, stimmt. Ah, es ist schön. Ja, schön. Aber die Häcksler sind neue Häcksler, glaube ich. Die sind ganz neu. Ich habe nicht gelesen, was draufsteht. Kann man es erkennen? 9900, achso, ja, steht ja im Videotitel, ne? 9900i, weißt du, Alter, das ist ja brutal. Oder? Chat, könnt ihr mal kurz googeln? 9900i, wie viel Leistung haben die? Geil. Also wirklich geil. Ist schon krass, was ihr aufgefahren habt an der Technik. Hm? Hardcore. Guck dir das an. Wahnsinn. Wahnsinn. Da macht Häckseln gleich nochmal umso mehr Spaß, wenn du da hier in Köln hier noch machst. Ja, es gibt schön Laune. Ja, auf jeden Fall. Na, guck doch mal, was die wegreißen. Die ja, zwei Häcksler. Das ist nicht schön ungefähr hier, was die wegnehmen. Guck doch mal, was die wegfressen. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Über 900 PS hat der. Wahnsinn. 970 PS. Krass. Alles wirklich wieder. Krass. Da geht was, Alter. Da geht was. Auf jeden Fall. Auch so wie die aufgestellt sind, dauert das nicht lange, oder? Nee. Wenn du dann guten Fahrrhythmus drin hast mit den Abfahrern, da passt das ganz gut. Die dürfen halt nie stehen, die Häcksler. Nee. Aber Wahnsinn, ey. Wahnsinnskolonne, ey. Guck auch mal, was in die Wagen, also was in die Anhänger reingeht. Das ist Wahnsinn, was da reingeht. Ja. Weißt du, was da hinten dran hängt? Oh. Alter Vater. Das ist Wahnsinn. 58 Kubik? Das könnte schon hinkommen, 58 Kubikmeter. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wahnsinn, ey. Das ist der 8400er hier. Genau. Der kleinere, in Anführungsstrichen. Ja, definiere klein, ne? Ja. Mich würde mal interessieren, wie viel tatsächliches Gewicht da drin ist. So, pass auf. Der 9900i hat 970 PS. Da ist ein 24,2 Liter V12 drin. Oha. Und er schafft eine Materialaufbereitung von 300 Tonnen die Stunde. Das ist heftig. Muss ich nichts zu sagen. Ja. Weil ich meine, das ist ja loses Material hier, ne? Also das wiegt natürlich keine, wenn der 58 Kubik hat, wiegt der ja keine 58 Tonnen, das ist ja Käse. Ich meine nicht, wie schwer das Material sein kann. Ja, aber trotzdem ist der nicht so schwer. Das ist ja aufgelockert. Das ist ja kein verdichtetes Material. Nein, das stimmt schon. Das stimmt also da schon. Hat er niemals halt ein Kubik eine Tonne. Niemals. Hat er schon auch ein gewisses Gewicht, was es mit sich bringt. Ja, ja. Aber hier krass, ey. Zwei Lenkachsen hinten am Krone. Ey, irre. Wahnsinn. Tausender Walzen drauf. Brutal. Herrlich. Es ist halt nass. Gut, das ist die andere Seite, ja. Das stimmt. Ja gut, es ist etwas fuchte. Mais und Klee ist das schwerste Gut in der Landwirtschaft. Mais? Mais? Also das schwerste ist, glaube ich, Mist, oder? Es geht ja von den Anbauprodukten, also andere. Gut aus. Okay, Mist hätte ich also auch gesagt. Ach ja, guck mal. Dino auf Mager. LOL! Im Chat!
JP Agras im Chat. Oh. Na, wie geil ist das denn? Bruder, wir gucken gerade ein Video hier. Von 1.11.2020. Ich hoffe, das geht in Ordnung, Digga. Aber ich denke mal schon, oder? Aber liebe Grüße gehen raus. Das ist ja geil. JP Agrar auch im Chat hier vertreten. Ja, das hat man auch noch nicht, oder? Na doch, bei Holzkunst Scholz hat das auch schon. Ja, die war auch schon da. Ja, sehr geil. So, ey, na, wenn wir hier den Fachmann im Chat haben, dieser große... Meine Abonnenten haben mir geschrieben, ja, mega gut, machen mittlerweile sogar Vlogs dazu. Ah, okay, sehr geil. Was uns mal interessieren würde, ist dieser Glas, dieser Dreiachser, wie viel Kubikmeter hat der? Und wenn der voll mit Mais ist, hier mit Häckseln, würde mich mal interessieren, wie viel Tonnen sind das? Also was ungefähr, die Kubikmeter in Tonnen gerechnet. Das wäre mal interessant. Vielleicht kannst du ja die Frage beantworten. Das wäre wirklich klasse. Weil wir sind gerade extrem über hier begeistert von den Maschinen. Also 9900i John Deere und alles. Also Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Ist wirklich brutale Technik. Aber guck dir auch mal vom ersten Häcksler, guck dir einfach mal an. Das ist wie bei einer Frau. Einfach ein schöner Hintern. Also da muss ich wirklich extra recht geben an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass die extrem sexy aussehen. Also die Häcksler, das sind wie gesagt die neuen, sieht schon geil aus. Oh, warte mal. Ja, wenn man ehrlich ist, liegen sie so bei 35 bis 40 Tonnen. Wahrscheinlich auch mal mehr bei nassen Mais. Okay, alles klar. 35 bis 40 Tonnen. Die Frage ist aber jetzt, insgesamt der Anhänger mit Ladung 35 bis 40 Tonnen oder nur der Inhalt? Das ist natürlich schon hardcore, ne, auf der Straße. Insgesamt, ah ja, also insgesamt 35 bis 40 Tonnen, Excel. Ne? Ist ja die Frage, was wiegt der Anhänger? Aber der Anhänger wird nicht leicht sein, also der wird einiges wiegen, denke ich. Ich denke mir dann auch so 7 Tonnen, ha? 8 Tonnen, 9 Tonnen, 7 Tonnen? 7 Tonnen? Was halt auch Fakt ist, wenn du hier Häcksel gut fährst, in einem und ran. Du musst halt trotzdem auch bedacht fahren, ne? Weil das schiebt halt auch ungemein. Ja, das schiebt auf jeden Fall, ne? Klar. Das ist halt kein Zuckerschlecken. Krass. Wir haben das Ganze früher noch mit HW80 gefahren. Wir hatten keine Dreiachser. Ach so, das ganze Gespann. Ach, das ganze Gespann, 35 bis 40 Tonnen. Ah, okay. Oh, hier. Also das ist schon, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Darfst ja nur bis 40 Tonnen der, da ist schon schwierig. Nee, das ist klar, dass man nur 40 Tonnen fahren darf, das ist klar. Das ist richtig, also dass man nur bis 40 Tonnen fahren darf. Aber die Frage ist natürlich, wie schwer ist es wirklich, ne? Also ich denke mal, ganz ehrlich, da hat man ja auch, sieht man auch ganz oft bei Holztransporten, ne? Wenn die Holz fahren, wenn die nasses Stammholz drauf haben, Alter. Mhm. Was da manche LKWs maßlos überladen sind, das ist jenseits von Gut und Böse. Jenseits von Gut und Böse. Ist wirklich so. Also, kann man nicht anders sagen. Aber ein sehr schönes Video. Also, wie gesagt, wir sind da drauf aufmerksam geworden, vom Videotitel allein schon, der ziemlich wild ist. Ja, der wird den Tag, klar wird er oft überladen. Ja, JP, sehr cool. Wie gesagt, lasst ein Däumchen da auf das Video. Schaut gerne bei JB Agrar vorbei. Hier findet ihr noch ganz viele andere Sachen. Ne? Jetzt vor einem Tag ist das wieder was rausgekommen und alles. Und ja, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir tun es mit Sicherheit auch nochmal, wenn du nichts dagegen hast, Bruder. Und ja, ansonsten schön, dass ihr zugeschaut habt. Und JP, danke, dass du im Chat auch mit dabei warst. Fand ich jetzt echt cool, muss ich wirklich sagen. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bis dahin, ciao. Ciao.